Hey Leute und willkommen zu Far Cry 4. Wir haben vor kurzem erst Far Cry 3 durchgespielt, was auch ein sehr, sehr gutes Spiel war. Und deswegen freue ich mich natürlich auf Far Cry 4. Was auch noch sehr gut sein soll, also ich glaube 5 soll nicht mehr so, also 5 soll nicht mehr so gut sein. Ich habe es auch durchgespielt, ich. Also mit Marlon zusammen habt ihr bestimmt schon gesehen, dass es gerade momentan noch gelaufen ist. Das hat schon Spaß gemacht, aber ja. Ich kann schon verstehen, es war doch anders als die anderen Teile. Also das ist hier dann wieder linearer, glaube ich, als jetzt hier. Ja, wenn man aber erstmal. Muss erstmal hier gerade was schauen. Und zwar, eine Sache muss nämlich sein. Ist, Moment mal. Ist vielleicht bei Audio? Ja. Muss sein. Tut mir leid. Ich kann das nicht auf Deutsch spielen. Das geht nicht. Warte mal, wie mache ich jetzt hier die Anzeige, dass ich quasi Untertitel anhabe? Wo geht das? Ja, Lautstärke. Ist gleich hier. Ja. Nein. Untertitel Deutsch. So, okay. Ich würde sagen, dann machen wir ein neues Spiel. Auf einfach und nein, offline. Wohl, warte, starte die Kampagne online, um Koop-Spiel zu ermöglichen. Ich mache offline. Ich spiele das Singleplayer hier. Macht, glaube ich, auch mehr Sinn für die Story her. Weil wir haben nämlich hier einen Charakter mit Namen. Far Cry 5 ist, macht es auch schon Sinn, wenn du da irgendwie zu zweit bist, aber hier macht es nicht so wirklich viel Sinn. Also würde ich sagen, dann viel Spaß mit dem Intro. Mr. Gale, this is Chad Peterson from the U.S. Embassy here in Patna. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, you'll need to bring with you the passport for the deceased, the original and the original. Hey. Passport. Breathe. I'll do the talking. What's happening? कहाँ से आ रहे हैं? पटना बॉस. पटना. पटना में क्या? परवा है तो बाढ़ में जा. लेकिन हमारी रेंज में. मैंने कहा बाढ़ में जा. कुछ है? अभी तक कुछ नहीं. कोई बात नहीं बॉस. कोई बात नहीं ले लो. चुप. मिल गया? कुछ मिल गया? आलो. चलो चलो. बस से निकलो. रुक. रुको साले Leave her lay out! Get down on the ground! Get down
I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? But it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! One fucking chopper, you couldn't fucking do that! At least there's a silver lining. We didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your plus one? Strong silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know? Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little... right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us, and we'll be off on our grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? You give my congratulations to Ashley on your next visit home. I must say, Paul, your little corner of Kiratu is rather beautiful. I expected more, you know, chains and wailing, but knowing you, somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. That wry smile betrays you again, Diplur. Well, go on, take the bloody bag off his head. Again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. RJ Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I, of course, am Pagan Min. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. We'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Thank you. Here we go. All right. But this, with the smile. That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now, your mother. Your mother, on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no. No, men only really love you in hindsight. When too much distance is built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized, it's not me. No, it was the fucking Golden Path. Those
those fucking terrorists. They ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see it. You've been... Really, guys? We're not checking for these anymore? Ah, I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. If you're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Cry for help. Help? Oh, pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help! Help! Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh! Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Wow, was mal wieder für eine geile Intro-Cutscene. Und hier gibt es tatsächlich eine Möglichkeit, und zwar wenn ihr hier jetzt wirklich bleibt, und ich glaube für 10 Minuten, dann endet das Spiel. Aber wir wollen ja auch das Spiel richtig durchspielen. Deswegen gehen wir hier raus, erkunde Diplos Anwesen. Und das ist unser Antagonist Pagan Mint, der von Troy Baker gesprochen wird. Eine, auf jeden Fall eine Legende. Ja, ihr bestimmt kennen von, wenn dann Joel aus The Last of Us oder Sam Drake aus Uncharted 4 oder allgemein sehr viele Rollen. Wo können wir hier jetzt raus? Achso, hier die Treppe, okay. Ich glaube, die Steuerung ist auch gleich wie in Far Cry 3, deswegen sollte ich mich hier ran auf jeden Fall auch gewöhnen. Hi. Aber nicht so viel Hi, Daddy. Ich hoffe, du amüsierst dich in Dubai. Mama sagt, du fusionierst da zwei Banken oder so, aber ich hoffe, du musst nicht so viel arbeiten. Du hast Zeit, dich umzusehen und shoppen zu gehen. Ich hab doch bald Geburtstag. Ich hab dich lieb, Ashley. Und der kennt uns anscheinend. Ist es irgendwie Stiefvater oder sowas? Oder Vater? Oder wie ist das hier? Weil er gesagt, dass die Mutter RJ. Ich dachte immer, da heißt AJ, aber nein, er heißt RJ. Okay. Ich werde wahrscheinlich trotzdem manchmal AJ nennen. Verübelt mir das bitte nicht. Da foltern sie wahrscheinlich gerade den einen. Und natürlich RJ kann auch reden wie Jason in Far Cry 3. Warum ich das sage, weil der Deputy, also der Hauptcharakter in Far Cry 5, kann nämlich nicht reden. Also der redet gar nicht. Ich glaube, in den anderen Teilen wird eher. RJ Gale. My name is Sabal. I'm with the Golden Bomb. Ah. We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of. What about Darpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Darpan would understand. Now stay close. Shit, they know we're here. The door! Quickly! Beginnt das Spiel wieder mit einer Flucht. Ja, es beginnt wieder mit einer Flucht, wie in Far Cry 3. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Ah. Get him to safety! Go! I'm coming you!
Wo kommt der Elefant her? Was? Oh oh. Ne, warum auch? On your right. Shoot. Sam. Fucking hell. Watch out. Oh Mann. Bitte. Was? Was ist denn mit dem? Na endlich. Game over. Nein. Die Far Cry Spiele können echt gut einen guten Prolog machen. Ey, also echt, jeder Prolog war immer geil. Oh. Okay, das ist glaube ich die Heilung. Echt, wir haben nur zwei Balken? Hab ich. Grundlagen des Schleichens. Die Entdeckungsanzeige füllt sich, wenn Gegner im Begriff sind, dich zu entdecken. Ist sie vollständig gefüllt und blinkt, wurdest du entdeckt. Drücke, um einen Stein zu werfen und Gegner abzulenken. Drücke Kreis, um in die Hocke zu gehen, so verminderst du deine Sichtbarkeit und verursachst weniger Geräusche beim Gehen. Und hier können wir markieren wieder wahrscheinlich. Nein, werdet ihr gar nicht. Ja. Sagen sie alle. Okay, sorry, Mann. Ich habe jetzt schon verkackt, er hat mich dadurch gesehen. Ich bin hart am Arsch. Der eine hat mich nicht entdeckt. Oh mein Gott, das sind ja noch mal welche. Ich hab doch einen Stein hingeworfen, das hast. Deine Arsch hat mich jetzt auch entdeckt, oder was? Wo ist der denn? Ach, da hinten. Muss man sich ja auch wieder Waffen freischalten, also indem man quasi Tiere. Ja, muss man. Oh nein, das habe ich gehasst. Ja, okay, gut, ich habe es nicht gehasst, aber diesmal mache ich zum Glück nicht den, mache ich hoffentlich nicht den Fehler wie in Far Cry 3, dass ich so spät erst das mache. Wer soll dir helfen? Sind alle tot. Ja, ich bin direkt hier. Weiß, ich muss hier durchs Wasser laufen, wenn der das nicht hört. Er
gerade, das ist echt nicht. Da hinten sind da welche. Ich kann die gar nicht plündern. Du kannst unter Wasser schwimmen, um dich vor Gegnern zu verstecken, unbemerkt zu werden. Jetzt muss ich mir hier schwimmen oder was? Können mich doch auch im Wasser sehen. Na, ich bin froh, dass es nicht so ist. In den Glockenturm. Ich weiß nicht, ob es hier auch so. Alter Junge, scheiß Vögel. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist, dass ich Türme aktivieren muss, um die Karte freizuschalten. Weil das fand ich recht cool. Muss ich sagen. Auch wenn es irgendwann echt. Jawohl, die Türme wurden ja immer härter. Ja, Junge, kann es mal weggehen mit Halten zum Heilen. Ich will mich nicht heilen. Ich bin nur noch sicher. Köder. Haltefähig, um ein erlegtes Tier zu häuten und einen Köder zu halten. Öffne das Waffenrad, in dem du L1 gedrückt hältst und wähle den Köder mit R aus. Wirf den Köder mit R1, um Raubtiere anzulocken. Ja, das ist tatsächlich jetzt auch in Far Cry 5 dann so. Und wurde dann hier anscheinend eingebaut. Ein wildes Tier. Kein Coward. Ihr seid. Ihr habt Knarren. Ah, um bei Gegnern zu Verkaufs zu sorgen. Ach, stimmt doch gar nicht. Ich bin noch nicht nah bei euch. Der hat mich entdeckt. Bär, töte ihn. Bär. Vor allem, der tötet ihn gar nicht. Was ist das denn? Hier ist ein Bär. Ja, ist ein Bär. Hey, wo hat der eine hingestellt? Einfach ins Wasser geschossen. Hätte ich abhauen sollen? Ich glaube, ich hätte an den vorbeischleichen sollen. Ich renne einfach jetzt weg. Wenn ich mich nur auf der Bär lebt, dann bringt Schleichen auch nichts. Meine Fresse da. Ach so, ich schlag hier gegen und das hier geht auf. Diverse Nadel und Munition für Faustwaffen. Und Kirat Dollar. Also Kirat oder Kirat, ja genau, Kirat. Also ich würde sagen, ich beende hier die Folge, erste Folge von Far Cry 4. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und das Spiel sieht immer noch sehr schön aus. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und ciao.